St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. Hier lebt und arbeitet Andreas Batlock. Der 59-Jährige ist Jesuit und seit 2019 hier tätig. Der gebürtige Vorarlberger hat in Innsbruck, Wien und Israel studiert und war unter anderem Chefredakteur einer Fachzeitschrift. Inzwischen schreibt er auch Bücher, vor kurzem über seine eigene Krebserkrankung. Und jetzt ein Buch über Jesus. Pater Andreas Batlock, hier bei uns mit seinem neuen Buch Jesus begegnen, suchen, finden und bekennen. Da ist natürlich die erste Frage, die mir jetzt auf der Zunge liegt. Sind Sie Jesus schon begegnet? Haben Sie ihn gefunden? Gute Frage, Frau Hagen. Sehr persönlich, aber ja, sonst hätte ich das Buch nicht veröffentlicht. Aber es ist auch ein lebenslanger Prozess. Einmal gefunden heißt nicht für immer gefunden. Und suchen, das muss man immer wieder. Finden kann man immer wieder, bekennen muss man immer wieder, aber nicht zu früh. Das ist ja jetzt kein fortlaufender Roman, so ist es auch gar nicht gedacht. Sie haben 33 Kapitel geschrieben, hängt mit dem Lebensalter Jesu zusammen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Das war eine spontane Idee und der Lektor, der damalige Lektor, sagte, ja, ist gut, es könnten ja auch nur 30 sein, 30 oder 33 Lebensjahre ist ja offen. Ja, und man kann die eigentlich unabhängig voneinander lesen. Also man muss nicht bei 1 beginnen und sich bis 33 durchkämpfen. Es gibt auch Kapitel, die haben 2 Seiten und einige, die haben 15 oder 17 Seiten. Und die kann man sich, glaube ich, gut zu Gemüte führen. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Haben Sie da so einen First-Class-Leser vor sich oder? Am wenigsten für Theologinnen und Theologen, denn die wissen dann immer alles besser. Oder fragen Sie 3 Theologen und Sie kriegen 5 Antworten. Und ich gebe schon zu, in St. Michael, in der Jesuitenkirche, in unserer Bibliothek, da gibt es 3 oder 5 Meter Jesusbücher. Die warten jetzt nicht auf Andreas Batlock. Und es hat mir aber geholfen, mich zu fragen, was ist jetzt mein Ansatz, was könnte mein Beitrag sein? Und das hat mich dann sehr stark darauf gebracht, dass ich eben mit diesem IHS-Monogramm, das wir Jesuiten auslegen als Jesum Habemus Socium. Wir haben Jesus zum Gefährten, sozusagen Spiele und Variationen mache. Und da habe ich mir gedacht, das kann mein Einsatz, das kann meine eigene Note sein und das wurde es dann auch. Wenn es heißt, Jesus begegnen, fällt mir natürlich, Sie haben es ja auch im Buch geschrieben und erwähnt, fällt mir natürlich Don Camillo und Peppone ein, wenn er da rumrennt und immer zum Kreuz spricht und das Kreuz ihm auch antwortet, der sprechende Gekreuzigte. Wünschen Sie sich das auch oder haben Sie das auch schon mal erfahren in irgendeiner Art und Weise? Also ich wünsche mir das am besten täglich und es hat mich von Kindesbeinen an wahnsinnig fasziniert, Il Crocifisso Parlante, der sprechende Gekreuzigte, diese Don Camillo-Filme. Ich sehe die jetzt noch mir an, schwarz-weiß, ohne viel Schnickschnack. Aber wenn er so durch die Kirche geht, sich am Kreuz vorbeischlingeln will, weil er mit dem Peppone wieder einen Konflikt hatte und Jesus ruft ihn zurück, das hat mich als Kind unglaublich fasziniert. Und Jahrzehnte später, als ich Jesuit wurde, staunte ich dann Bauklötze, als ich in den Exerzitien bei Ignatius las, der empfiehlt in Nummer 53 das Gespräch mit dem Gekreuzigten. Mir vorstellen, Jesus spricht mich an. Und da habe ich jetzt im Laufe meiner 37 Ordensjahre eine ganze Reihe von Erfahrungen gemacht, wo es mir ähnlich ging. Wenn Jesus jetzt heute vor Ihnen steht, was würden Sie ihm denn als erstes sagen? Ich würde mich bedanken, dass er mein Freund und Gefährte ist. Dieses Angebot haben wir und das gilt ja nicht nur für Jesuiten. Also wir haben da kein Exklusivgut. Ich erschaudere immer vor dem Anspruch, in einem Orden zu sein, der sich Gesellschaft Jesu nennt. Wir heißen ja nicht Ignatianer oder Inigistas. Und es gab damals 1540 viel Widerstand in Rom gegen diese Bezeichnung. Aber ich finde es wunderbar und es ist ein Angebot an jeden. Nicht nur dieses theologische Gegenüber, der Herr, der Meister, der Kyrios, sondern Freund, Gefährte, Kumpel, auch wenn das ein bisschen kumpelhaft klingt, einer, mit dem man, salopp gesagt, über die Häuser ziehen kann. Und das ist schon etwas, was ein Lebensangebot ist. Vielleicht mögen Sie uns jetzt noch ein bisschen was vorlesen. Ja, gerne. Kurze Vorbemerkung, ich war 2x3 Monate in Israel, 2019 mit 57, hatte meinen Krebs hinter mir und mit 22, 1984,
Da kam ich aus dem Priesterseminar Beschützte Welt und war in einer Gruppe von über 20 Mädchen und Jungs. Wir mussten selber uns ums Haus kümmern, kochen. Und da habe ich knapp davor von Karl Rahner entdecktes Bändchen, was heißt Jesus lieben? Und das habe ich nach Israel mitgenommen damals. Und es begeistert mich bis heute und ich lese eine Stelle vor. Ja. Irritiert hat mich, dass diese Formulierung bei Karl Rahner zu finden ist, Jesus um den Hals fallen. Dem als so nüchtern verschrienen Jesuiten, der für Schachtelsätze bekannt ist, die über eine ganze Seite gehen können. Aber es gibt eben auch den anderen, den einfachen Rahner. Als ich bei Eugen Bieser der Stelle das erste Mal begegnete, habe ich mir das Rahner-Bändchen »Was heißt Jesus lieben?« sofort gekauft. Rahner erzählt, dass er mit einem modernen evangelischen Theologen, wie er schreibt, im Gespräch war, dessen Theorien einem normalen Christen wie mir sehr rationalistisch, sehr als ein existenzialistischer Jesuanismus vorkommen mussten, der eigentlich mit dem Jesus des normalen christlichen Glaubens nicht mehr viel zu tun hatte. Diesem gegenüber machte Rahner folgende Bemerkung, da sagte ich, ja, sehen Sie, man hat mit Jesus in Wahrheit doch nur etwas zu tun, wenn man ihm um den Hals fällt und in der Tiefe seiner eigenen Existenz realisiert, dass so etwas auch heute möglich ist. Und das hat mich fasziniert, weil mich interessiert hat, wie ist das möglich? Ich war damals natürlich 22 und da habe ich mehr daran gedacht, dass ich einem Mädchen um den Hals falle. Aber der Gedanke, dass mir Jesus so nahe kommt wie Best Friend, Bro oder wie heute Jugendliche sagen, das hat mich fasziniert und das tut es heute noch, weil ich als Priester und Jesuit feststelle, dass viele eine sehr sterile Beziehung zu Jesus haben, wo Jesus verschwindet hinter Begriffen, hinter Bildern, hinter Vergleichen. Und eigentlich ist das schon eine sehr intime Geschichte. Und wir haben halt alle immer Angst, dass das pietistisch klingt oder evangelikal. Aber das ist es nicht. Jesus um den Hals fallen. Schön. Der Gefährte, dem man um den Hals fallen darf. Genau. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Danke. Sehr schön.